Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eglardum zu einem neuen Z-Log mit dem Zwergenfürst. Nun ja, wie ich ja schon in zahlreichen Videos von mir erwähnt habe, ich habe vor, demnächst ein größeres Videoprojekt zu starten. Was heißt demnächst? Ich habe vor heute ein, naja, nicht mehr heute, aber ich habe vor morgen ein neues Videoprojekt zu starten, das sich um den Aufbau eines Regals dreht. Ja. Dort an der Wand wird sich dort ein kleines Regal aufbauen und dort werde ich meine DVDs und Videospiele nebeneinander stapeln. Dazu werde ich heute mal in den Baumarkt gehen, Baumarkt XY, und dort mal ein paar Sachen raussuchen. Ich zeige euch kurz mal, wie das dann aussehen soll. Ich mache da kurz mal so ein bisschen rumgezeige und dann sehen wir uns gleich wieder im Baumarkt XY. Ich würde sagen, das ist unser Ziel für den heutigen Setlog. Also, wie ihr seht oder wie ihr nicht seht, ist es draußen aktuell Nacht. Also, ja, ich werde dann morgen zum Baumarkt gehen. Heute mache ich so das Intro, gegebenenfalls auch noch das Outro und dann, ja, wird sich das irgendwie zusammenschnippeln. Also zeige ich euch das gleich mal. Auf zur Tat. Momentan hängt da noch viel Krimskrams dran und ja, das kann dann alles abgehängt werden. Hier zwei Kalender aus dem Jahre 2016 und 2014 und ein schwarz-weißes A5 Plakat von Die Legende der Wächter. Wundervoller Film. Hier wird das dann so, da ist ja schon ein Nagel, da kann man es ja dann aufbauen hier, kann man schon nutzen, da kann man auch einen zweiten und einen dritten oder sowas noch was reinmachen und dann stelle ich mir das vor hier so auf der Ebene des Bildes hier, so ungefähr Richtung Mario Odyssey Plakat, so ein bisschen längs, so wird so das obere Regal sein und hier kommt noch ein unteres hin, ja, und dann kann man hier so vielleicht von hier bis zum Dezember geht das dann so lang und dann kann man hier DVDs lang stapeln und da auch noch DVDs und vielleicht irgendwo noch die 3DS-Spieler drauf stapeln. Dann sieht das am Ende ganz, ganz schön aus. So habe ich es zumindest im Kopf, dass das sehr schön aussieht. Ich hoffe, es wird dann auch was. Da könnt ihr dann mit zuschauen. Da hoffe ich mir ja dann im Baumarkt was zu finden, was ich dann dort drüber hängen kann, was dann da anstelle hängen kann und dann würde ich mal sagen, ab zum Baumarkt. Na, das sieht doch schon mal schön aus, hier die Dinger. Das sind doch schon mal die Streben hierfür. So. Wie wär's denn damit hier? Sowas hier unten als Regal, da brauchen wir zwei von und dann halt hier so und dann oben noch ein Brett drauf. Und da irgendwo noch ein Brett dort drüben. Das kommt dann hier dazu. Hi.
die Auswahl des Holzes. So, hier sieht doch schon ganz Duft aus. Dieses braune Grau. Hat, glaube ich, auch die richtige Größe. Ja, nehmen wir mit. Könnte passen. An der Wand. Zack. Ja. Sieht doch ganz fürstlich aus. Ja. Macht ordentlich. Perfekt. Brauchen wir jetzt nur noch Schrauben. Ja. Warte mal kurz. So. Und dann mal zacke die Duster zur Kasse und bringen wir das Ding nach Hause. Auf. Das hier alles noch abgenommen. So, der Plan habe ich ja schon beschrieben. Dann kommt das hier so natürlich andersrum. Hier so ungefähr auf dem Niveau ran. Na, Nagel können wir uns jetzt sparen. Wir haben neue Nägel gekauft. Kommt das dann hier so ran. Zack. Das sieht doch ganz spitze aus. Ich weiß nicht, diese Streben hier, diese Halterungen. Ja, sieht ganz barockmäßig aus, passt doch zum Zwergenfürst. Also, ja, mal schauen, wie es dann am Ende aussieht. Also, könnte das jetzt ein bisschen übertrieben sein, aber ja, mal schauen, wie es aussieht. Ich würde sagen, Däumchen nach oben, soll es euch gefallen haben. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, ein weiteres Video mehr mit dem Zwergenfürst verlassen wollt. Demnächst geht es dann weiter mit dem Anschrauben, wenn ich Zeit habe und dem, ja, gestalterischen. Da wird es bestimmt noch ein oder zwei Videos geben. Ja. Ja. Haut da rinne. Man sieht sich. Ciao, ciao.